Also ich bin seit 4 Jahren schon in Deutschland und ich möchte als Anlagemechaniker werden, weil in Deutschland wenn kann man Zertifikat oder Zeugnis, also in Deutschland geht nicht, überhaupt nicht. Also deswegen habe ich mich entschieden, diesen Bereich entschieden, damit ich in Deutschland meine bessere Zukunft kann. Jeder muss etwas machen, etwas lernen. Und egal wo ihr kommt, jeder muss etwas lernen. Entweder Schule oder Studium oder also Beruf lernen oder sowas. Wenn ich die Reaktion der Leute mal so sehe, wenn ich sage, dass ich jetzt gerade einen Beruf lerne, in dem Alter und in dem körperlichen Zustand hier, dann bekomme ich immer wieder ganz schön aufgerissene Augen zu sehen. Und nach 19 Jahren Sitztätigkeit im Taxi habe ich dann gesagt, dass es so auch körperlich eigentlich nicht mehr weitergeht. Ja, also ich merke, ich brauche mehr Bewegung. Und ich habe mich auch im Taxi nicht mehr herausgefordert gefühlt. Ja, das war dann irgendwo schon für mich relativ langweilig. Und hier fühle ich, dass ich herausgefordert werde. Hier ist viel Abwechslung, hier ist viel Bewegung. Ich finde das eine gute Möglichkeit, später ein besseres Arbeit zu finden. Und man lernt immer mehr und kann viele Leute lernen. Und das macht eigentlich Spaß. Ich habe schon ganz viel Erfahrung, aber ich hatte keinen Abschluss. Und natürlich ist es hier schwierig einzusteigen. Also man kann nur hier als Küchenhilfe ohne Abschluss zu arbeiten. Und wenn man viel mehr Erfahrung hat, will man natürlich gutes Arbeit zu haben und ein vernünftiges Gehalt auch. Ist so, dass ich bin schon lange in diesem Beruf und in viele große Firmen gearbeitet, obwohl habe ich keinen Berufsabschluss. Und da auch habe ich gemerkt, dass sind viele Leute, die weniger Erfahrung als ich habe, aber die verdienen mehr als ich. Und davor habe ich mich entschieden, den Berufsabschluss zu machen, um meine Finanzierungssituation zu verbessern. Und ich weiß jetzt, dass ich bin auf dem guten Weg zu meiner Zukunft.